Endlich ist sie da. Die Eröffnung des neuen Live-Kongress Leoben. Mit bis zu 512 Sitzplätzen, modernster Technik, einem Lokal und dem Zentralkartenbüro eine Einrichtung mit großer regionaler Bedeutung. Dementsprechend stolz und glücklich präsentieren Bürgermeister Kurt Wallner und Geschäftsführer Gerhard Zahnberger die Räumlichkeiten. Das Ziel ist erreicht, muss man sagen. Heute ist der Tag, wo wir eröffnen dürfen. Die Reise war teilweise schwierig, aber mit einer gewissen Routine haben wir alles gut hingebracht und ich freue mich heute wirklich, dass wir das Haus eröffnen dürfen. Und die Highlights lassen nicht lange auf sich warten. Nach dem Galaabend am 3. März unter der Moderation von Bühnenlegende Alfons Haider öffnen sich die Pforten schon am folgenden Tag für Besucherinnen und Besucher des Musicals Tarzan. Und am 5. März können alle beim Tag der offenen Tür die neuen Räumlichkeiten bestaunen. Heute die Eröffnung unseres Live-Kongress, ein Projekt, das mich jahrelang beschäftigt hat. Und heute sieht man, dass wir uns zu Recht sehr viele Gedanken gemacht haben, zu Recht einen Profi als Geschäftsführer eingesetzt haben und die Konzeption, nämlich die Verbindung des alten Rathauses mit diesem Neubau und mitten in der Innenstadt und als Kulturzentrum, als Businesszentrum, als Versammlungszentrum. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Vor allen Dingen auch, dass hier permanent eine Gastronomie zur Verfügung steht mit der Szenerie, aber auch der Kartenverkauf ein permanenter ist. So kann das also eine Stätte der Begegnung werden und ehrlich gestanden, ich fühle mich sehr gut. Und auch wenn diese Eröffnung in eine krisengebeutelte Zeit fällt, ist Kunst doch einer der wichtigsten Bestandteile, die das Menschsein ausmachen. Und deshalb glaube ich, dass diese Eröffnung heute sein muss, weil die Kultur ist immer das Wichtigste für die Seele der Menschen. Und wir müssen schauen, dass wir stark bleiben, um all denen, die jetzt kommen und Hilfe brauchen, auch Hilfe leisten können. Und so bleibt uns nur, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen und die Kunst im neuen Live-Kongress Leoben hochleben zu lassen. Meine Damen und Herren, liebe Leobener, ihr habt die zwei schönsten Städten, wo man spielen kann. Ungefähr 200 Meter, 250 Meter von da ist das schönste kleine Theater Österreichs. Das sage ich nicht nur, weil ich da stehe, es ist so. Und hier gibt es einen multifunktionellen, sensationellen neuen Saal. Kein Prunk, kein Protz. Funktionell und sympathisch und menschlich warm. Also ich würde in den nächsten Wochen dieses Lokal hier stürmen, wenn ich an eurer Stelle wäre.